Das Ziel unseres Projektes besteht darin, dass wir Bäume finden, die eben eine höhere Stresstoleranz haben. Und das war bisher überhaupt kein Thema, sondern unsere bisherigen Straßenbäume wurden produziert unter ästhetischen Aspekten, unter den Bedingungen einer Stadt, damit klarzukommen, was ihre Schnittverträglichkeit betrifft und so weiter. Bäume, die ja ursprünglich aus dem Wald kommen, aus ihren Naturstandorten, die dann in den urbanen Raum gebracht werden, haben natürlich schon allein damit ein Problem. Also die Stadt ist für einen Baum immer ein Extremstandort, auch völlig ohne Klimawandel. Und nun kommen noch ganz verschiedene Aspekte des Klimawandels hinzu. Da gehört einerseits das Thema Hitze, aber auch nach wie vor Spätfrost und Trockenheit. Und dann kommt natürlich noch Salzstress und so weiter. Das heißt, das sind Probleme, wo man Bäume heute bewerten muss. Haben sie überhaupt eine ausreichende Anpassungsfähigkeit? Unser Projekt hatte eigentlich drei Ziele. Das eine war eben genau solche Selektionskriterien erstmals in die Baumschule zu bringen, also im Labor zu entwickeln und dann für die Baumschule nutzbar zu machen. Das war der erste Punkt. Der zweite ist das Problem, was wir generell bei Bäumen haben, die als Klone ja in unsere Städte kommen, dass sie einerseits zwei unterschiedliche Teile haben, nämlich sie haben eine fremde Wurzel und stehen gleichzeitig sozusagen, haben einen anderen oberirdischen Teil, auch genetisch. Und das ist natürlich ein Problem, wenn es um Anpassung geht, dann sollte dieser genetische Teil oberirdisch wie auch unterirdisch identisch sein. Wie kriegt man das hin? Da gibt es ein paar wenige klassische Verfahren, das ist aber auch artabhängig, ob das gelingt. Und es gibt eben das moderne Verfahren der In-vitro-Kultur, was es ja schon für Ziergehölze oder zum Beispiel bei Sträuchern gibt. Und hier ging es jetzt darum, dieses Verfahren auch für Bäume anzuwenden, mit dem Ziel, genetisch einheitliche Individuen zu produzieren. Wir haben an dem Trees for Streets Projekt teilgenommen, aus dem einfachen Grund, weil wir gucken wollten, ob es Möglichkeiten gibt, um die Verfahren zur Gehölzproduktion im Baumbereich etwas zu beschleunigen. Die Pflanzen befinden sich jetzt seit dem Frühjahr 19 bei uns. Und der Zuwachs von teilweise bis zu 1,50 Meter im Jahr ist, denke ich, schon sehr eindrücklich. Da lässt sich in der Baumschulbranche mit Sicherheit in den nächsten Jahren weiterhin arbeiten. Es gibt zum Beispiel Platanen, von denen wir uns hier sehr viel versprechen, die also aus unserer Sicht mit zu den Zukunftsbäumen gehören werden. Es gibt bestimmte Lindenklone, die müssen sich natürlich auch erstmal beweisen, die nächsten 2-3 Jahre bei uns in der Baumschule und später auch am Endstandort. Aber sie haben auch schon bestimmte Trocken- und Stresstests hinter sich und haben sich dadurch hervorgetan, dass sie die sehr, sehr positiv überstanden haben. Ja, hier sehen wir jetzt einen unserer Top-Favoriten. Das ist ein Hybrid zwischen Winterlinde und Sommerlinde, der sich in allen Stressreaktionen als der Top-Klon gegenüber Trockenstress und osmotischen Stress bewährt hat. Ja, und wir befinden uns hier in einem Quartier, was schon 2 Jahre lang steht. Man sieht deutlich den Unterschied. Die Bäume stehen hier schon mit 1 Jahr Wachstumsvorsprung. Hier haben die Bäume natürlich Top-Bedingungen. Und die große Frage wird sein, wie werden sich diese Bäume jetzt bewähren, wenn sie am Endstandort in der Stadt stehen? Da wird sich dann erst zeigen, wenn alle Stressfaktoren zusammenkommen, wie diese Bäume durchhalten. Aber zumindest nach heutigem Stand kann man sagen, sie haben gute Voraussetzungen.